Herzlichen Dank, Frau Professor Spies. Ich möchte Sie nun bitten und Herrn Professor Kaufmann auf dem Podium Platz zu nehmen. Und ich bitte auf das Podium auch Herrn Professor Biedenkopf. Sie kennen ihn alle, Sie kennen ihn aber vielleicht noch nicht als Leiter zum Beispiel der Demografiekommission der Robert-Bosch-Stiftung. Und Sie werden von seinem neuen Buch gehört haben, das heißt Die Ausbeutung der Enkel. Und in dem geht es auch um demografische Fragen. Und ich bitte auf die Bühne, kommen Sie ruhig alle sozusagen schon zu mir herauf, Herrn Professor Matthias Albert. Er lehrt Soziologie an der Universität Bielefeld und hat gemeinsam mit Herrn Professor Hurrellmann die aktuelle Shell-Studie erarbeitet. Die trägt übrigens den Untertitel, Jugend 2006 ist der Titel, und der Untertitel lautet, eine pragmatische Generation unter Druck. Ja, bitte, kommen Sie alle zu mir. Und meine erste Frage soll auch gleich an Herrn Professor Albert gehen. Wir haben in dem Film gesehen, die jungen Leute wünschen sich alle oder überwiegend eigene Kinder. Sie betrachten sich selber als geborgen in der Familie. Familie ist ihnen wichtig. Wie repräsentativ sind diese Aussagen dieser 15er-Gruppe für die Jugend 2006, wie Sie sie in der Shell-Studie untersucht haben? Also dieser Film war wirklich ganz große Klasse. Ich denke, er hat uns wirklich sehr repräsentativ gezeigt, wie die Jugend tickt. Er hat uns gezeigt, dass wir es mit einer pragmatischen Generation zu tun haben, die sehr stark verunsichert ist, ob der Gestaltung ihres eigenen Lebensweges, die ganz genau realisiert, dass ihre Berufsbiografie nicht planbar ist, die darauf aber, und das kam in diesem Film hervorragend heraus, die aber gestalten will. Sie möchte sich individuelle Lösungswege suchen. Wir haben in Frankreich die Rede von einer Generation précaire. Eine Generation précaire, die die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Frage stellt. Das sehen wir hier nicht. Also wir sehen Jugendliche, die versuchen, sich innerhalb der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen zurechtzufinden. Aber wir sehen auch, dass die Verunsicherung wächst. Wir sehen, dass hier ein großer Handlungsbedarf ist. Also im Gegensatz zu Frankreich sozusagen hält hier die Decke noch, aber darunter brodelt es ganz gewaltig. Wir sehen anhand dieses Filmes aber auch, dass die Jugendlichen sehr, sehr stark verunsichert sind, was die Vereinbarkeit von Karriere, von Beruf auf der einen Seite und von Familie auf der anderen Seite anlangt. Ich weiß natürlich nicht, wie die Fragen im Einzelnen gestellt waren, aber ich fand es schon sehr bezeichnend, dass die große Mehrheit der befragten Jugendlichen letztendlich irgendwann mit so einer Antwort herumkamen, in der sie entweder der Familie oder der Karriere den Vorzug gegeben haben. Und das sollte uns weiterhin zu denken geben. Herzlichen Dank. Herr Professor Biedenkopf, nun haben wir heute Vormittag schon gelernt, die Lebensentwürfe der jungen Leute schließen Kinder ein. Die Lebensverläufe von immer mehr Menschen in Deutschland führen aber dazu, dass es nicht gelingt, Familie zu gründen, Kinder zu haben. Wir haben auch gehört, es ist Hilfe nur zu erwarten von einem ganzheitlichen Ansatz. Das legt ja die Vermutung nahe, dass im Grunde die Gesamtumstände der Gestalt sind, dass zwischen Lebensentwurf und Lebensverlauf eben sich eine große Kluft auftut. Welche Kräfte wirken da auf die Einzelbiografien ein? Ich glaube, man kann das nicht monokausal oder auch nur mit Auswahl von Kräften beantworten. Ich fand es sehr ermutigend, was wir heute gesehen haben. Mich hat auch die Verunsicherung dieser jungen Leute eigentlich nicht irritiert. Denn Verunsicherung ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt nachdenke. Und ein ganz wesentlicher Teil oder ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Verunsicherung ist in meinen Augen sehr positiv. Ich habe aus der Shell-Studie, ich habe vorhin mal zum ersten Mal Gelegenheit gehabt, mich damit zu befassen, festgestellt, dass die große Mehrheit der Jugendlichen, die gefragt worden sind, gesagt haben, sie wollten genauso leben wie ihre Eltern. Das würde ja bedeuten, dass sie sich auch in ihrem reproduktiven Verhalten genauso verhalten wie ihre Eltern. Und das wäre alles andere als positiv. Deshalb ist es gut, wenn sie verunsichert sind.
verunsichert in Bezug auf die Richtigkeit des Vorbilds, verunsichert auch in Bezug auf die tradierten Erwartungen, dass die Gesellschaft im Grunde alles liefern muss, und verunsichert auf die ebenso tradierte Erwartung, dass der Staat schon alles regelt. Also wenn diese Verunsicherung sich mit einem realistischen Optimismus verbindet, dann ist es genau das, was wir brauchen. Nämlich junge Leute, die sich etwas distanzieren aus der bisherigen Erfahrung, um sich ein eigenes Bild machen zu können. Und wir haben ja auch gehört in beiden Vorträgen, dass ein neues Bild entstehen muss. Das heißt, wenn ich das tradiere, was in den letzten 30 Jahren war, kommen wir nicht weiter. Es ist kein Bruch, aber es ist ein außerordentlich interessanter Übergang. Ich fand das ungewöhnlich ermutigend, im Übrigen auch die Klarheit, mit der die jungen Leute sich ausgedrückt haben. Ich habe kein einziges Mal das Wort irgendwie gehört. Das fand ich eine sehr positive Entwicklung. Was Sie jetzt gesagt haben, also die Bewertung des Zweifels als etwas Positives, der Ungewissheit, die empfunden wird über die eigene Lebensgestaltung als etwas Positivem, das vermittelt ja Orientierung. Die Frage nicht. Unsicherheit vermittelt keine Orientierung. Nein, aber die Bewertung der Unsicherheit als etwas Positives, ja, die vermittelt schon mal Orientierung. Mir stellt sich auch die Frage, und vielleicht wollen Sie dazu auch noch etwas sagen, haben wir es hier auch mit einer Herausforderung zu tun hinsichtlich der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft Orientierung, Lebenssinn, Lebensziele vermittelt? Und wenn das so ist, wenn möglicherweise Vermittlung von Lebenszielen und von Orientierung derzeit Defizite aufweist, könnte man da etwas tun? Also ich wünsche mir, dass die jungen Leute sich eher an dem Konzept von Frau Kollegin Spies über die Familie 2020 orientieren, als an dem, was sie heute hören. Denn das, was sie heute hören, ist ja eher niederdrückend, weil möglicherweise, Sie haben ja auch gesagt, oder Sie waren es, die Bild-Zeitung reagiert nicht. Die Bild-Zeitung reagiert eben lieber auf Katastrophen als auf optimistische Aussichten. Und deshalb ist es vielleicht für die jungen Leute ganz gut, wenn sie sich auch da etwas selbst einen Kopf machen und nicht nur das rezipieren, was in ihrem Umfeld stattfindet. Und wenn sie das untereinander in dieser Weise machen, dann haben sie auch einen Halt untereinander. Also ich habe ein gutes Gefühl. Es gibt eine Menge sozusagen von Informationen in der Öffentlichkeit, die doch nachdenklich stimmen. Es gibt aber auch immerhin die Information, dass die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft das Thema Familie, man kann nicht sagen entdeckt haben, sondern seit mehreren Jahren als besonders wichtig empfinden. Frau Professor-Spieß, Sie waren ja in der Sachverständigenkommission für den 7. Familienbericht, der 2005 erschienen ist. Und stimmt der Eindruck, dass im Grunde alle politischen Kräfte, alle politischen Parteien, alle, die gestalten können, einig darin sind, dass in der Familienpolitik sich sehr viel ändern muss? Und woran mag es wohl liegen, dass wir dann noch nicht sehr viel weiter sind? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ihre letzte, woran mag es liegen, dass wir nicht sehr viel weiter sind? Es ist sicher so, dass Familie im Vergleich zu den letzten 10 Jahren oder so tatsächlich viel an Aufmerksamkeit gewonnen hat, was ich aber denke, was notwendig ist. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so optimistisch wie Herr Biedenkopf. Ich glaube, dass die neue Generation in der Tat ihre Eltern ein Stück weit mit, wenn Sie so wollen, dieses Leben reproduzieren will. Wenn wir uns aber die Realitäten anschauen, ist es ja genau so, dass sie es oft nicht schaffen, aus den unterschiedlichsten Gründen oder nicht wollen oder andere Dinge damit zu tun haben. Ob sich alle einig sind, welche Richtung wir gehen, würde ich eher ein Fragezeichen dran setzen. Ich würde auch ein Fragezeichen dran setzen, und da würde ich ganz mit Herrn Kaufmann auf einer Linie liegen, ob es nur die Familienpolitik im engeren Sinne ist, die diese Probleme lösen kann, die wir haben. Ich habe in meinem Vortrag ganz bewusst von familienbezogenen Maßnahmen gesprochen, was eigentlich das System öffnen soll von Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, im Bereich der Bildungspolitik, im Bereich der Gesundheitspolitik, im Bereich der Stadtentwicklung, die alle auf Familie bezogen sind. Und ich glaube, dass die Lösung nicht daran liegt, dass wir im
familienpolitisch engeren Sinne ansetzen und dort immer wieder an kleinen Schräubchen drehen, die im Zweifel, und das fand ich bei dem Film auch sehr maßgebend, die jüngere Generation eher verunsichern, dass man sagt, noch eine Reform und noch eine Reform und noch eine Reform. Wo ist denn eigentlich hier die Verlässlichkeit? Und ich glaube, dass auch der Wunsch nach Familie ein wichtiges Element hat, die Verlässlichkeit der Politik im Bereich familienbezogener Maßnahmen. Und da brauchen wir noch stärker, als es bisher der Fall ist, eine Interaktion auch zwischen den unterschiedlichen Bereichen, um wirklich ein System familienbezogener Maßnahmen im weitesten Sinne auch voranzubringen. Das führt gleich wieder zu der Frage, wie weit verbreitet ist denn im Grunde die Erkenntnis, dass ein ganzheitlicher Ansatz nötig ist und dass alle sich bewegen müssen? Wie weit der verbreitet ist, kenne ich keine empirischen Untersuchungen wirklich dazu, aber ich glaube, dass dieser Ansatz noch weiter in die Gesellschaft getragen werden muss und dass wichtige Signale sicher auch von Familienpolitikern im engeren Sinne ausgehen müssen und gehen auch. Aber ich glaube, dass noch mehr Bereiche der Politik, der Zivilgesellschaft, der Arbeitgeber tatsächlich sehen müssen, dass Familie das ganz alte Wort, das Querschnittsthema ist, ein Querschnittsthema, was alle betrifft, wo wir alle versuchen müssen, eine konsistente und ich denke ganz wichtig verlässliche Politik zu machen, an der sich eine Generation auch orientieren kann. Nun hat der Vortrag von Herrn Professor Kaufmann ja auch gezeigt, das eine ist sozusagen das sich bewegen, um für die Gründung von Familien bessere Rahmenbedingungen und ein besseres Klima zu schaffen. Das andere ist, mehr für die zu tun, die schon da sind, und bei denen gehen viele im Grunde verloren. Herr Professor Kaufmann, sehen Sie angesichts der aktuellen Debatte um Bildung, um Integration, erste Bewegung auch in diesem Feld, sich sozusagen wenigstens denen viel stärker zuzuwenden, die schon da sind und die im Grunde chancenlos bleiben? Also mein Eindruck ist, dass wir dieses Problem gerade noch nicht genug angehen, dass das auch in der Nachfolgediskussion von PISA noch nicht klar genug gesehen wird, natürlich in Spezialzirkeln schon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Bildungspolitiker der Länder, und auf die kommt es ja hier in erster Linie an, dass die das nun wirklich schon internalisiert hätten. Ich würde aber gern noch etwas zu der Frage sagen, zu der These, dass also das besorgniserregend ist, wenn sich die Jugendlichen an ihren Eltern orientieren. Das finde ich gar nicht. Zumal ja die Eltern bei uns durchaus in der Regel zwei, sogar im Durchschnitt 2,2 Kinder bekommen. Das Problem sind diejenigen, die keine Kinder haben. Nun sind die zunächst einmal sie sind nicht als Eltern Leitbild, aber sie sind in der Gesellschaft zunehmend Leitbild. Und ich möchte noch einmal auf den Gedanken zurückkommen, dass wir meines Erachtens dabei sind, uns der Kinder zu entwöhnen, dass eben sehr viele zum Beispiel viele Jugendliche nie einen Säugling in der Hand gehabt haben. Ich finde auch, dass man in den Schulen viel mehr älteren Schülern die Aufgabe stellen sollte, jüngere Schüler zu coachen. Nicht? Also dass sie Kontakt nicht nur immer in der gleichen Generation, im gleichen Alter bekommen. Das scheint mir eines der großen Probleme zu sein. Und ich fände es gut, wenn Kinder mehr Zutritt zu Firmen und zu Verwaltungen bekämen. Wenn wir also eben mehr Betriebskindergärten und Ähnliches hätten, das gar nicht schlimm ist, wenn da plötzlich mal ein Kind reinläuft. Dass eben kein kinderfreier Raum mehr bleibt. Und das ist eigentlich sozusagen das Plädoyer, wo ich sage, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das kann die Politik überhaupt nicht machen. Sondern diese Präsenz von Kindern in der Gesellschaft, das ist etwas Neues, was sozusagen wieder erkämpft werden muss, was früher selbstverständlich gewesen ist. Gibt es derzeit Strukturen, die die Segmentierung, Sie haben gesagt, das geht ja bis in die Wohnverhältnisse, von Kinderlosen und Kinderhabenden belohnen? Ja, ich würde sagen, die gesamten Strukturen sind so, dass das belohnt wird. Also erstens mal, alle sind froh, wenn Kinder nicht stören. Also das ist sozusagen der schlichteste Tatbestand, den man heute schon nicht mehr so selbstverständlich ist wie eine Zeit lang. Als meine Kinder noch klein waren,
wurden wir wesentlich häufiger scheel angeguckt, als meine Kinder jetzt mit ihren Kindern angeguckt wurden. Es gibt also auch gewisse positive Entwicklungen in dieser Richtung, das möchte ich durchaus anerkennen. Aber es ist nun einmal so, dass die ganze Diskussion Karrieremöglichkeiten für Frauen, viele Arbeitgeber sind der Meinung, dass eine Frau, die noch ihre Kinder nicht geboren hat, jedenfalls wenn sie verheiratet ist, sozusagen ein Beschäftigungsrisiko darstellt. Also von daher wäre durchaus zu überlegen, zu ermutigen, die Kinder vor allem eben unter Studenten und Studentinnen, also im Rahmen der Hochschulen eine leichtere Ermöglichung zu machen, dessen Kinder zu haben. Denn die Zeitsouveränität ist im ganzen Leben nie mehr so groß wie während des Studiums, obwohl unsere Bildungsminister heute da auch den Daumen drauf drücken. Man müsste also auf jeden Fall zusätzlich dann auch bei den Stipendienwesen und so weiter solche Erziehungszeiten anerkennen. Aber ich meine, dass es im Prinzip durchaus möglich sein würde, dass den jungen Menschen zwischen 22 und 27 Jahren, dann sind sie ja noch bei uns noch in den Universitäten, das ist an sich, sagt immer, so 25 sei das optimale Alter, um zu heiraten. Die Ehen halten am besten, auch statistisch übrigens gesprochen. Und dass man also dort versucht, dies zu erleichtern. Eine Frage an den ehemaligen Ministerpräsidenten Biedenkopf. Ist unser Bund-Länder-System eher ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems, wenn man diese Fragen angeht? Ich glaube, was mir aufgefallen ist, seitdem ich mich etwas intensiver auch im Zusammenhang mit der Bosch-Stiftung mit diesen Fragen beschäftige, ist, dass die kulturelle Dimension dessen, was wir hier diskutieren, so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Wir reden über Geld, wir reden über alle möglichen Maßnahmen, aber solange Familie als Privatsache angesehen wird, kann sich keine kulturell, geistige und damit auch politische, Kultur hat sehr viel mit Politik zu tun, Atmosphäre entwickeln, in der eine Veränderung der Einstellung stattfindet. Nehmen Sie mal an, Sie leben in einer Stadt mit 25.000 Einwohnern und der Bürgermeister lädt zweimal im Jahr Familien mit mehr als zwei Kindern ins Rathaus ein und bringt auf diese Weise zum Ausdruck, dass diese Menschen etwas ganz besonders Wichtiges für die Stadt tun. Das ist natürlich Politik. Aber es ist keine Politik mit Geld, sondern es ist Politik mit Anerkennung. Es ist Politik mit Herausgehobensein oder dass man einen Wettbewerb macht, welche Gastwirtschaft ist die kinderfreundlichste. Und wo kann man eigentlich nicht hingehen, weil die keine Kinder mögen. Sie können so viele Dinge durch Vorbild, durch das Handeln von herausgehobenen Persönlichkeiten mit Funktionen verändern. Ich habe einen Bundespräsidenten gesagt, dass die Universität in Frankfurt derzeit dabei ist, einen großen Kindergarten zu bauen. Und der Präsident hat mir gesagt, sie seien sehr daran interessiert, zu versuchen, dass Studentinnen bereits Kinder haben, damit sie diese Rush-Hour verlängern, also und damit auch etwas entzerren. Alle diese Initiativen werden nach meiner festen Überzeugung, wenn sie raumgreifend stattfinden, einen Mentalitätswandel hervorrufen. Sie haben recht, ich hätte das anders vorhin präzisieren müssen. Ich wollte sagen, Sie sollen sich nicht bei der älteren Generation orientieren. Wobei ich nicht sicher bin, ob die Eltern alle so kinderfreundlich geblieben sind, wie sie am Anfang waren. Oder wie auch immer. Jedenfalls, Sie sollen sich versuchen, sich ein eigenes Bild zu machen. Losgelöst aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre, soweit das sinnvoll erscheint. Denn die Erfahrungen der letzten 30 Jahre sind durch einen Rückgang der Geburten geprägt. Und durch eine Gesellschaft, die das eigentlich nicht negativ gesehen hat, sondern eher positiv. Und dieses Urteil wieder rumdrehen, dass Familien eben mit Kindern nicht nur der Ökonomie eine Zukunft verschaffen, sondern dem Leben in dem Land, dass sie Träger von Kultur sind, dass sie die Voraussetzung dafür sind, dass es überhaupt eine Kultur weiter gibt und dass man die haben möchte. Also, weil Sie mich angesprochen haben, meine Erfahrung aus dem Freistaat Sachsen ist, dass diese immateriellen
oder sogenannten weichen Faktoren, die in Wirklichkeit außerordentlich hart sind, dass die eine enorme Rolle spielen, wenn Menschen im Übrigen hochgradig verunsichert sind. Und dass sie sich daran festhalten können. Also die Stimmen der Ahnen muss man hören und man muss die Interessen der Zukünftigen berücksichtigen. Dann hat das Land eine Zukunft. Herr Professor Albert, lässt sich aus Ihren sozusagen empirischen Befunden erkennen, dass solche Faktoren, wie sie eben von Herrn Professor Biedenkopf geschildert worden sind, für die Einschätzung von Familie auf dem Lebensweg eine große Rolle spielen? Also wie kommen die Einzelnen überhaupt, nicht nur, doch vermutlich nicht nur durch Orientierung an der Herkunftsfamilie, vermutlich doch auch durch Einflüsse, die sie von außerhalb der Familie wahrnehmen, zu ihrer Einschätzung, ich möchte gern auch Kinder. Also die Frage, ist da die Anerkennungskultur zum Beispiel wichtig? Die Anerkennungskultur ist ganz wichtig. Zunächst einmal gilt es noch einmal zu unterstreichen, die Familie, die hohe Wertschätzung der Familie und auch die Aussage vieler Jugendlicher, wir wollen eigentlich unsere eigenen Kinder, wenn wir mal welche haben sollten, mehr oder weniger genauso erziehen, wie wir erzogen worden sind. Das bringt ja zunächst einmal diese hohe Wertschätzung zum Ausdruck, die der Familie, dem persönlichen Nahbereich gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist eine hohe Wertschätzung, die sich natürlich sehr stark speist aus der sehr großen Verunsicherung hinsichtlich der Planbarkeit der eigenen Berufsbiografie. Und ich denke, den Jugendlichen wird auch zunehmend klar, und hier sind wir am Beginn eines Mentalitätswandels, dass sich diese Planbarkeit nie mehr ergeben wird. Das ist im Übergang von der Industrie zur Wissensgesellschaft verloren gegangen. Das wird nicht mehr kommen. Und ich denke, wir sind im Moment mitten in dem Prozess eines Umbruchs, dass man diese Nichtplanbarkeit auch als Chance begreift oder als Voraussetzung des Ergreifens von Chancen. Und ich denke, wenn wir auch diesen Mentalitätswandel vollzogen haben, dann könnten die entsprechenden Bedingungen vorausgesetzt, die Jugendlichen sich deutlich mehr dafür entscheiden, wieder Kinder zu bekommen. Aber es ist ein Mentalitätsproblem und es ist und bleibt aber natürlich auch ein ganz starkes finanzielles Problem. Und was wir im Moment nach meiner Wahrnehmung sehr stark beobachten können, ist, dass wir das Thema Familie zwar sehr breit in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft als Problem oben auf der Agenda haben, aber die Dringlichkeit möglicherweise noch nicht so sehr angekommen ist. Nach der Einführung des Familiengeldes haben wir eine ganze Reihe von gegenläufigen Entwicklungen gehabt. Wir haben in einigen Bundesländern ganz dramatische Anhebungen von Kindergartensätzen gesehen. Das ist natürlich etwas, was in die vollkommen falsche Richtung geht. Also hier ist noch sehr viel zu tun und es ist, wie gesagt, es ist ein finanzielles Problem, es ist ein Mentalitätswandel. Aber es ist kein Problem hinsichtlich dessen sich eindeutige Zuweisungen Bund oder Länder lohnen. Das nicht. Aber es ist ein Problem, was definitiv keines ist, was nur die Politik tangiert, sondern insbesondere auch, und das werden wir ja heute Nachmittag noch diskutieren, auch die Unternehmen, die Wirtschaft. Nach meiner Beobachtung sind wir in Deutschland noch lange nicht so weit, dass wir als Unternehmen, aber auch als Behörden eine Kinderfreundlichkeit auch öffentlich zur Schau stellen. In vielen Ländern geht man durch die Straßen und das Erste, was man an einem Unternehmen von außen sieht, auch einer öffentlichen Einrichtung von außen sieht, ist die Kinderbetreuung. Das wird richtig ins Schaufenster gestellt. Also wenn Sie in Washington herumlaufen und gehen an der Weltbank vorbei, da ist ein riesengroßer Kindergarten, der wirklich in einem Schaufenster dargestellt wird. Also dahin müssten wir kommen. Und ich denke, das bedarf eben eines Mentalitätswandels, es bedarf aber auch finanzieller Anstrengungen. Das leitet gleich zu der Frage, die ich eigentlich in die Runde geben möchte. Gibt es gute Beispiele dafür, was sich Gutes vom Ausland lernen lässt? Ja, bitte, Herr Professor. Ich würde gerne nochmal dies verbinden eigentlich mit einer Anmerkung, die ich zu meinen beiden Vorrednern habe. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass ein Mentalitätswechsel vollkommen zentral ist. Ich glaube aber auch, dass wir vom Ausland lernen, dass dieser Mentalitätswechsel, der notwendig ist, auch einhergehen muss mit einer konsistenten Verteilung von Geldmitteln. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, denke ich, dass wir einen Mentalitätswechsel herbeiführen, der ganz wichtig ist,
und umgekehrt ein System monetärer Transfers haben, was historisch gewachsen ist, was vor ganz unterschiedlichen Familienleitbildern konzipiert worden ist und dieses sozusagen außen vor lassen, weil dann wiederum für den Betroffenen natürlich ein Gap besteht zwischen dem, was er in einem Steuertransfersystem vorfindet und in dem, was ihm sozusagen im Mentalitätswechsel in der Gesellschaft vor Augen geführt wird. Und deshalb glaube ich, dass man gerade auch hier wieder die Konsistenz lernen kann aus unterschiedlichen Beispielen im Ausland, sei es Frankreich, was als familienpolitisch sehr erfolgreich gilt, die eine sehr konsistent aufeinanderbezogene Politik sowohl in der Gesellschaft wie auch im Bereich von familienbezogenen Maßnahmen haben, seien jetzt die skandinavischen Länder, die wieder ein ganz anderes Modell haben, aber die auch eher einen Bezug haben, sowohl der Mentalität wie der Maßnahmen. Und das ist etwas, was ich glaube, wir bei aller vollkommen d'accord nicht außen vor lassen dürfen. Ich möchte vor allem auf einen Punkt hinweisen, der in Deutschland sehr schwer zu realisieren ist, der aber vor allem die skandinavischen Länder auszeichnet, nämlich eine enge Verzahnung von Familienpolitik und Bildungspolitik. Und das ist natürlich durch unsere föderalen Strukturen nicht einfach hinzukriegen. Es ist am ehesten auf der kommunalen Ebene zu leisten, weil dort eigentlich beides zusammenkommt. Deshalb würde ich auch dafür plädieren wollen, die kommunale Ebene viel stärker zu machen im gesamten Bereich unseres familienpolitischen Denkens. Das ist nämlich auch das, was bei den Eltern ankommt. Das ist nicht, natürlich, es ist, wenn wir darüber diskutieren, wie wir unser Steuersystem etwas weniger belastend für Familien machen können, was noch gar nicht genügend diskutiert wird, notabene, dann ist das für den Einzelnen gar nicht nachvollziehbar. Aber was da unten passiert, das sehen auch die Jugendlichen. Und die Jugendlichen schauen ja auch bei ihren Altersgenossen, den etwas Älteren, ja, wie schaffen die das? Gründen die Familien? Klappt das mit der Familie? Diese Beispiele, diese unmittelbaren Beispiele im Nahbereich sind meines Erachtens für die Entscheidungen junger Menschen viel wichtiger als das, was wir also hier sprechen, diskutieren oder eben auch im Bundestag beschlossen wird. Noch sozusagen Hinweise auf das Ausland. Das ist ja immer sozusagen die Frage, wie vergleichbar ist das, was im Ausland geschieht. Aber wenn ich eine Erfahrung mitteilen kann, die ich selbst in Amerika gemacht habe mit Kindern. Die Akzeptanz von Kindern ist sehr viel höher. Die Bereitschaft, sie aufzunehmen, sie überall mitzunehmen, sie gegenwärtig sein zu lassen, also eben gerade nicht dieses ausgeschlossen oder getrennt sein, ist jedenfalls in den Räumen, in denen wir damals gelebt haben, eine vollkommen normale Sache. Wenn man hingekommen ist in den Ort, kamen relativ schnell sogenannte Welcome-Wagen, also eine Gruppe von Bürgern im Umfeld ist gekommen und hat einen begrüßt und hat erst mal gesagt, wo alles zu haben ist, wie man die Kinder unterbringt und so weiter. Das war immer eine Einheit. Das ist in der Großstadt möglicherweise anders, aber es gibt auch, gerade im Ruhrgebiet sind Großstädte ja eine Ansammlung von Dörfern und da gibt es in den vielfältigsten Bereichen, gibt es diese kleineren Lebenskreise, in denen sich sowas entfalten kann. Im Übrigen, was die Schule angeht, da würden Sie, glaube ich, bei Steffen Flath und mir, er ist Kultusminister in Sachsen, offene Türen einrennen. Die Niederländer haben das gemacht. Sie haben einen Teil des Schulsystems kommunalisiert und haben den Kommunen und den Lehrern vor allen Dingen und den Schulleitern einen relativ hohen Ermessensspielraum eingeräumt. Sie haben aber ein Ranking. Und die Eltern wissen ziemlich genau, wie diese Schule funktioniert im Umfeld anderer, beteiligen sich auch ganz anders, weil es eine kommunale Sache ist. Und diese Kommunalisierung wird in Deutschland immer mit dem Argument bekämpft, das mache das Umziehen so schwer. Wobei ich nie Statistiken gesehen habe, die nun zeigen, dass die Leute dauernd umziehen und deshalb diese Unterschiede ein Problem sind. Das kann man lösen. Das kann man durch Übergänge lösen, aber die Schule ist im Ort. Heute ist die Schule eben eine Auftragsangelegenheit des Landes oder vielleicht sogar ein
in der Vision vieler noch zentralistischer, damit alles einheitlich ist. Wenn aber alles einheitlich ist, machen alle die gleichen Fehler. Es gibt keinen Mechanismus, mit dem man diese Fehler korrigieren kann. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Entwicklung offen hält. Das bedeutet Unsicherheit. Aber diese Unsicherheit ist die unverzichtbare Voraussetzung für Kreativität. Wenn mir alles eindeutig ist, dann bin ich auch nicht kreativ. Und wenn man das mit einem positiven Urteil, diese Kreativität mit einem positiven Urteil verbindet, und dazu brauche ich Vorbilder, da kann man enorm viel machen, dann kann sich dieser Mentalitätswechsel vollziehen. Und es ist selbstverständlich, Frau Kollegin Spies, dass das Hand in Hand gehen muss mit einer entsprechenden Veränderung der Strukturen, die in der Regel den höchsten Widerstand leisten. Also deshalb geht es aber ohne Mentalitätswechselbereitschaft nicht, denn die treibt das voran. Ich versuche mal so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen, um dann sozusagen anzuschließen und weiter voranzugehen. Wir haben, glaube ich, Einvernehmen hergestellt, der demografische Wandel, die Veränderung hat ganz viele Ursachen. Es ist ein sozioökonomisches, soziokulturelles Phänomen mit ganz vielen Gründen, die man nicht leicht sozusagen gebündelt bekämpfen kann. Gerade deshalb verlangt eine Veränderung Veränderungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen, verlangt im Grunde eine neue Kultur des Umgangs mit Familie, mit Kindern, verlangt ein Einhergehen allerdings von zum Beispiel Anerkennung und materieller Gratifikation, weil sonst das einzelne Elternpaar sehr schnell sozusagen den Eindruck hat, einmal im Jahr werden wir begrenzt um den Dorfteich geführt und im Übrigen sind wir finanziell die Dummen. Es verlangt wahrscheinlich, dass die Dinge von unten nach oben sich verbessern. Das heißt, es gibt keinen Masterplan, den man von oben über die Szenerie werfen kann, sondern es muss an der Basis möglichst viel Freiraum gegeben werden können, damit dort Lösungen entwickelt werden. Allerdings ist auch das wichtige Wort Benchmarking gefallen. Das heißt, es muss Vergleichbarkeit darüber hergestellt werden können, was denn die Einzelnen vor Ort auch wirklich leisten und ob es den Familien und den Eltern und den Kindern bekommt. Und das leitet für mich sozusagen zu zwei Fragen. Die eine würde ich gerne noch einmal an Sie stellen, als Bildungs- und Familienökonomin. Wie lässt sich denn der Erfolg von einer Verbesserung für Familien wirklich objektiv messen? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist eine Frage, mit der sich die Familie- und Bildungsökonomie schon lange beschäftigt. Ich habe in meinem kurzen Vortrag auf eine Studie hingewiesen, die zum Beispiel versucht, die Effekte einer frühkindlichen Betreuung zu messen, dies mit sehr differenzierten Methoden auch probiert. Und ich denke, dass wir solche Studien in einer Gesellschaft brauchen, um klarer herauszukristallisieren, und es lieben ja die Ökonomen, die rechnen immer gerne aus, was bringt es, wenn wir einen Euro da investieren, wie viel haben wir dann davon? Häufig wird es sehr kurzfristig betrachtet. Häufig betrachten wir dies im Querschnitt, und es ist die Kinderbetreuung ein klassisches Beispiel dafür, dass das im Querschnitt die Bildungseffekte natürlich noch nicht realisieren können. Deshalb halte ich es für zentral, dass wir auch im Längsschnitt Familienpolitik betrachten und nicht nur akut im Querschnitt, es ist zentral, dass man zum Beispiel ausrechnet, auch wie viele Mütter können darüber erwerbstätig sein oder wie viele Väter wird darüber eine Erwerbstätigkeit ermöglicht. Dies sind Effekte, die man nicht außen vor lassen sollte, aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, auszurechnen, und da sind die Amerikaner uns wissenschaftlich voraus zum Beispiel, wie viel bringt es, was den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft angeht. Die Amerikaner machen Studien, wo sie dann ausrechnen, wie zum Beispiel die Kriminalitätsrate sinkt, weil vor 40 Jahren der Staat sehr viel in Kinderbetreuung investiert hat. Die rechnen aus, wie die soziale Fürsorgeabhängigkeit von diesen Betroffenen sinkt, wenn man vor 40 Jahren zurückgeht und diese Kinder qualitativ gut betreut hat. Und diese langfristige Perspektive ist zentral, wenn wir über Kinder reden, wenn wir auch versuchen, Familien- und Bildungs,
Ökonomie quantitativ mit zu bewerten. Das heißt, es gibt nicht nur gefühlte Qualität, sondern es gibt messbare Qualität von Veränderung. Und das leitet dann zu der Frage, über die ein bisschen helfen soll, den Nachmittag vorzubereiten, die drei Arbeitsgruppen. Wir haben jetzt über die Ursachen gesprochen, über den gegenwärtigen Zustand, über das, was sozusagen im Allgemeinen geschehen muss, damit die Dinge sich bessern. Haben Sie die Frage wieder in die Runde, zwei, drei Ziele, zwei, drei konkrete Maßnahmen für die Bereiche Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, von denen Sie sagen, das ist konkret, das ist machbar und das sollte unverzüglich geschehen? Tja, das Erste ist ja, was auch von Frau von der Leyen versucht, den Wust an Einzelmaßnahmen aufräumen, die sich ja zum großen Teil nicht unterstützen, sondern eher behindern. Und das in wenigen allerdings dann auch wirklich fühlbaren Maßnahmen zusammenzufassen. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass man 140 oder 150 Programme hat, die sich mit der Familie beschäftigen. Im Übrigen erweckt diese Vielzahl an Einzelprogrammen in Bezug auf jedes einzelne Programm das Gefühl, es bringt nichts. Und in Bezug auf die Fülle der Programme, dass der Staat sich schon um alles kümmert. Das ist ja auch nicht zutreffend. Also eine Vereinfachung ist möglich, allerdings muss man immer mit im Blick nehmen, man muss Besitzstände überwinden, die ja sehr schnell entstehen und deren Überwindung schwierig ist. Man muss sich also damit auseinandersetzen, dass man da dicke Bretter bohrt. Das Zweite haben wir bereits diskutiert, eine veränderte Einstellung zum Zusammenhang zwischen Bildungspolitik, also Schule insbesondere, und Familie. Und dann die integrativen, die Sie erwähnt haben, diese integrativen Maßnahmen, die man vor allen Dingen von unten nach oben aufbauen kann. Ich glaube, man kann an sehr vielen Beispielen, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, zeigen, dass fast immer ein Problem mitschwingt, nämlich die Vernachlässigung des Subsidiaritätsprinzips. Also die Vernachlässigung der Leistungsfähigkeit der kleinen Lebenskreise. Und das hängt damit zusammen, dass man diese kleinen Lebenskreise eben als reine Privatsache ansieht, im Übrigen auch wie die Kultur und die Religion. Dabei sind sowohl die Kultur wie die Religion außerordentlich bedeutsame politische Faktoren. Wenn ich das aber aus der Kontinuität eines Volkes rausnehme, dann wird die Kontinuität ein ökonomisches Problem. Und in ökonomischen Fragen, können wir ganz eindeutig die Erfahrung machen, sind wir fast alle gegenwartsorientiert. Also die Möglichkeit, politische Möglichkeit, Gegenwartsverzichte durchzusetzen für Zukunftsnutzen, tendiert in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit noch gegen Null. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt erste Ansätze bei der Riester-Rente und bei anderen Dingen, aber das ist völlig unzureichend. Wir haben ein zusätzliches Problem, das darf man nicht ganz übersehen. Wir haben bis vor wenigen Jahren in Deutschland eine Scheu gehabt, über Bevölkerungspolitik zu reden. Deshalb haben wir ganz im Unterschied zu angelsächsischen Ländern oder Ländern, die durch das Grauen einer Nazi-Diktatur nicht gegangen sind, mit der ja auch weitgehenden Beschädigung oder Zerstörung zentraler Begriffe, haben wir im Verhältnis zu den anderen einen Nachteil. Wir versuchen jetzt behutsam, die Begriffe wieder gewissermaßen zu erneuern und nutzbar zu machen, die in Skandinavien oder anderswo selbstverständlich verwendet werden. Das gilt für den Nationalstolz, also für den Stolz auf die Gemeinschaft, in der man lebt, ob das jetzt regional ist oder nicht. Das gilt für Bevölkerungspolitik, das gilt für viele andere Dinge. Wir entdecken das neu. Aber deshalb haben wir auch keine so weite zurückreichende Erfahrung. Herzlichen Dank. Herr Professor Kaufmann. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, den man normalerweise überhaupt nicht mit Familienpolitik assoziiert. Es gibt in unserer Gesellschaft ein System, das die Gesellschaft weithin abbildet und an dem sich alle Politiker orientieren. Und dieses System heißt volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hat keinerlei Modul für die
Leistungen der Familien und hat in der Vermögensrechnung keine Vermögensrechnung für das Humankapital. Und meines Erachtens wäre, solange diese zentrale, ich nenne es mal kollektive kognitive Struktur nicht geändert wird, werden unsere Finanzpolitiker nicht ernsthaft die Familie in Betracht ziehen. Das wäre meine Vermutung. Ich weiß, dass es international festgelegt ist, deshalb sehr schwierig ist zu ändern, aber man könnte durchaus ergänzende Berechnungen dazu machen, Module machen, die müssen nicht international abgestimmt sein. Vielen Dank. Herr Professor Albert? Der zentrale Punkt ist und bleibt, nochmal im Dafürhalten, die Kinderbetreuung. Ich stimme Frau Spies in allem zu, was sie gesagt hat. Entzerrung der Raschauer des Lebens, das ist allerdings sehr schwer und nur sehr langfristig zu bewerkstelligen. Es wird dann immer noch viele Menschen, viele junge Frauen geben, die sich trotzdem nicht auf das Wagnis werden einlassen wollen, erst eine Familie zu gründen, um dann vielleicht später noch eine Chance auf Karriere zu haben. Die Kinderbetreuung ist zentral, eine deutliche Ausweitung der Kinderbetreuung in allen Bundesländern, insbesondere auch für die unter Dreijährigen und idealiter natürlich das so günstig wie irgend möglich. Gar keine Frage. Ich würde noch mal gerne einen Aspekt herausstellen, den ich auch mitgenannt habe. Ich glaube, dass neben der Kinderbetreuung als solche wir uns über die Qualität familienbezogener Dienstleistungen ganz starke Gedanken machen müssen. Warum glaube ich das? Weil ich glaube, dass dies auch eine Brücke sein kann zwischen der Diskussion, die wir in Deutschland haben. Zum einen, wie können wir es schaffen, dass Eltern erwerbstätig sind und dass Eltern zufrieden sind? Und das ist die eine Fraktion, die ganz stark insbesondere die Frauenerwerbstätigkeit fördert. Und dann haben wir eine andere Fraktion, die ganz stark von der Kinderseite kommt. Und oft stehen diese Fraktionen in Deutschland, auch wenn sie mit Ausländern sprechen, die verstehen das immer gar nicht, warum dann bei Podiumsdiskussionen der eine schreit, wir wollen das Kindeswohl, der andere schreit, wir wollen aber, dass möglichst viele Eltern erwerbstätig sein können. Dieses miteinander zu verbinden, halte ich für eine große Aufgabe für die deutsche Diskussion. Und ich glaube, wir kriegen es hin, indem wir über qualitativ gute Angebote sprechen. Die können, wie man so schön sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie können sowohl das Kindeswohl mit fördern und sie können, wie auch viele Studien zeigen, die Produktivität der Eltern am Arbeitsplatz immens erhöhen, wenn die wissen, dass ihr Kind qualitativ gut betreut ist. Herzlichen Dank. Die Zeit ist dahin geflogen. Wir sind im Grunde jetzt schon über das Budget, das uns für das Gespräch hier auf dem Podium zugebilligt war. Und jetzt soll aber die Runde erweitert werden zu einem Gespräch mit dem ganzen Saal, soweit sich das sozusagen technisch organisieren lässt. Wir haben zwei Saalmikrofone und ich würde die jetzt freigeben und Sie bitten, sich jeweils bei den Damen bemerkbar zu machen und dann vielleicht auch jeweils zu sagen, Ihren Namen und vielleicht, wenn es sozusagen zielführend ist, auch Ihre Funktion und dann Ihre Ergänzungen, Fragen an das Podium vorzutragen. Ja, bitte. Jörg Tremmel von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ich bin in dem Alter, wo die Kinderfrage jeden Tag beim Abendbrot diskutiert wird. Meine Frau und ich haben ein Kind von 5 Monaten und unser Freundeskreis, das sind junge Leute zwischen 28 und 33, sprechen im Moment alle darüber, ob sie ein Kind wollen oder wenn sie eins haben, dann ein zweites. Und als jemand, der die theoretischen Argumente kennt, versuche ich dann gerade mit jungen Männern zu diskutieren, was bei ihnen Hemmnisse sind gegen Kinderwunsch und was diese abbauen können. Wir wissen, die Männer wollen weniger Kinder als die Frauen, nur 1,57 im Schnitt. Und vor allem ist der Anteil von denen, die explizit keine Kinder wollen, viel größer als bei Frauen. Und wenn ich jetzt sage, man überlegt, 150 Milliarden Euro gibt der Staat aus, es gibt jetzt die Vätermonate beim Kind, beim Elterngeld, sind das keine Argumente, dann winken die nur ab und sagen, also wenn wir unseren Beruf aufgeben, dann verlieren wir viel mehr an Einkommen und außerdem kommen wir vielleicht nicht wieder rein. Das zählt nicht. Wenn ich sage, jetzt denkt doch nicht nur an euch, an eure Selbstverwirklichung, dann sagen die, ja, wir würden auch schon mal an andere denken, aber zunächst möchte ich gerne noch 2 Fernreisen machen oder noch den Mont Blanc besteigen und dann die Kinder vielleicht. Also man muss wirklich versuchen, eine Win-Win-Situation zu beschreiben, um junge Männer dazu veranlassen, einen Kinderwunsch zu entwickeln oder einen vorhandenen in die Tat umzusetzen. Wenn man zum Beispiel ihnen sagt, euch fehlt wirklich etwas am Leben, wenn ihr keine Kinder habt. Es gibt
Ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, man soll als Mann in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen, ein Buch schreiben und ein Kind zeugen. Wenn ihr das Letzte nicht gemacht habt, dann habt ihr auch ein Stück persönliches Wachstum verschenkt. Das wirkt. Da reagieren die jungen Männer und sagen, das stimmt. Wenn ich dann noch erzähle, dass sie auch mal erlebt haben müssen, wie es ist, wenn ein Kind am Finger nuckelt oder wie schön es ist, wenn sie dann die Kinder lernen, dass die Hände zu ihrem Körper gehören, dann sind das Argumente, die wirklich zählen. Und ich würde mir wünschen, dass man in der Forschung verstärkt auch auf die jungen Männer und ihre Interessen und Bedürfnisse eingeht. Danke. Vielen Dank. Ja, bitte. Frau Prosser-Süßmuth, bitte. Also ich möchte zwei Dinge noch mal vorab sagen. Ich habe heute Morgen gedacht, das alles haben wir jetzt schon seit bald 40 Jahren durchdiskutiert. Und der zweite Gedanke ist, all diese Vorschläge haben alle in den 70er Jahren schon mal auf dem Tisch gelegen, sodass Sie verstehen werden, was haben wir alles an Gutachten geschrieben. Also Sie können ganze Bibliotheken damit füllen, aber wir handeln nicht danach. Sodass also für mich die zentrale Frage ist, wie setzen wir wenigstens die wichtigsten Teile davon um, damit wir nicht ständig Hü und Hott machen. Und ich finde, das Schwierigste ist auch für die junge Generation, inzwischen Frauen wie Männer, dass sie eigentlich nicht wissen, in welche Richtung wir eigentlich wollen. Also nach wie vor gilt ja, können Sie jetzt am Kindergeld wieder feststellen, die einen rufen, keine Mark weg vom Kindergeld, etwa in familienunterstützende und ergänzende Maßnahmen. Und so haben wir jahrelang geschrien, also je weniger Frauen erwerbstätig sind, je mehr Kinder. Das haben wir nun empirisch nachgewiesen, stimmt nicht mehr. Also meine Fraktion hat das lange nicht glauben wollen. Es kann gar nicht sein, dass in den südeuropäischen Ländern weniger Kinder geboren werden als in den nordeuropäischen. Das brachte das ganze Weltbild durcheinander. Also wir haben wirklich einen Nachholbedarf an Handlung. Und ich wünsche mir, Herr Bundespräsident, dass wir gerade hier sehen, dass wir Druck auf die handelnden Entscheider ausüben, und zwar auf allen Ebenen. Zum anderen möchte ich uns aber auch sagen, trennen wir uns davon, Sie haben es eben gesagt, dass wir allein das Land sind, das einer Katastrophe entgegensteuert, sondern der Geburtenrückgang ist bis auf 3 Teilkontinente ein weltweites Phänomen. Also Kanada, wir haben eben das Angelsächsische angesprochen, hätte nicht eine so hohe Zuwanderung. Sie haben noch weniger Geburtenrate als Deutschland. Also wenn Sie sich in den mitteleuropäischen Ländern umschauen, Ungarn liegt unterhalb, Tschechien, Slowakei. Sie können sich umschauen, wo Sie wollen. Wir haben noch Irland, ein kleines Land. England hat eine bessere Rate und ansonsten sind es Frankreich und die skandinavischen Länder. Irland wollen wir mal warten in ein paar Jahren. Die haben im Augenblick einen solchen Wirtschaftsboom. Sie werden sie nicht durch Kinder ersetzen. Es war mal ein armes Land. Wir haben Kinderreichtum in den armen Ländern. So, nun ist meine Frage, wenn wir das alles wissen, wie wir endlich zum Handeln kommen. Und ich bin für Optionen, denn das Ziel hieß immer Wahlfreiheit, aber du hast keine. Also damit habe ich jahrelang ins Land gehen müssen. Wir sind für die Wahlfreiheit, nur faktisch bestand sie nicht oder nur für ganz wenige. Was ich als neu ansehe, ist, in der Peer Group selbst findet das stärkste Umdenken statt. Natürlich sind die Suchende, aber manchmal erlebe ich, dass in so einer Peer Group-Clique mehr Solidarität besteht als unter den Erwachsenen. Sodass die Frage ist, wie unterstützen wir eigentlich diese Generation 90, dass sie ihren Weg finden kann? Man kann ja sagen, das machen die schon alleine. Aber warum orientieren die sich an Eltern? Und ich habe mich jetzt noch mal gemeldet, wir brauchen keine neuen Studien mehr. Die können wir auch noch machen, um die letzten vielleicht noch zu erreichen. Aber wir haben genug Studien. Es liegt wirklich jetzt daran zu handeln. Und ein wichtiger Zusammenhang ist der, diese isolierte Familienpolitik, jetzt haben wir wieder das Elterngeld. Das soll viel besser sein als das Erziehungsgeld. Warten wir es mal ab. Aber was kommt denn danach? Und solange wir in dieser Häppchenwirtschaft verweilen, werden wir keine Perspektiven schaffen. Und letzter Gedanke,
Ich glaube, dass dort der Kinderwunsch am ehesten verwirklicht wird, wo Vertrauen in Zukunft da ist. Das ist eine Schlüsselfrage. Bei aller Umwandlung brauche ich Vertrauen in Zukunft. Und an der mangelt es. Und da möchte ich nochmal sagen, das wissen wir aus den Bertelsmann-Studien, in Kommunen, wo Bürgermeister, Bürgermeisterinnen sind, wo Menschen sind, die eigentlich im Sinne des Satzes für ein Menschenkind bedarf es eines ganzen Dorfes, den Eindruck vermitteln und so handeln, wir kümmern uns wechselseitig umeinander, alt wie jung, mit und ohne Kinder. Da werden mehr Kinder geboren als in Kommunen, wo das nicht geschieht. Also wir brauchen eine breite Fächerung, aber lassen wir nicht mehr reden, sondern handeln. Vielen Dank. Herr Dr. Leisen. Herr Dr. Leisen. Herr Dr. Leisen. Leisen aus Antwerpen, Belgien. Ich habe 16 Enkelkinder, also ich habe meine Pflicht getan. Ich hätte eine kurze Frage. Warum haben die Inder, die so wenig Geld haben, so arm sind, so viele Kinder? Und warum haben wir, die viel Geld haben, so wenig Kinder? Kann jemand vom Panel das beantworten? Ja, also die Frage lautet, warum haben die Kinder, die Inder mit so wenig Geld so viele Kinder und warum haben die Deutschen so wenig Kinder mit so viel Geld? Bitte. Ja. Ich weiß die Antwort nicht, aber ich habe eine möglicherweise, fiel mir aufgrund der Frage ein, wenn Sie mal meine Generation nehmen, also die Eltern der Babyboomer, und ich das mal ganz persönlich sage, als das erste Kind bei uns ankam, war ich Assistent an der Universität und meine reale Kaufkraft in heutigen Termini war 1600 Euro im Monat. Wir hatten aber sehr viel weniger Optionen. Der Wohlstand steigert die Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Ich habe einen wunderbaren Cartoon gelesen, eine Karikatur darf man nicht sagen, sondern eine Zeichnung, da zeigt der Vater auf seinen Zweijährigen und sagt, das ist mein Porsche. Das heißt, ich habe mich gegen den Porsche und für den Jungen entschieden. Diese Fülle der Optionen, die in einem Volk mit höchstem Wohlstand sich ausbreitet, macht die Entscheidung schwieriger. Es ist gar keine Frage. Es gibt so viele andere Dinge, die man tun kann. Es sind ja vorhin Beispiele genannt worden. Ich mache erst noch mal eine Reise. Ich mache erst noch dieses. Ich mache erst noch jenes. Und die Prioritätssetzung in einer sehr stark gegenwartsbezogenen politischen Landschaft ist noch schwieriger. Es gibt ja keine unmittelbare Kausalität zwischen Alterssicherung und den eigenen Kindern. Diese ganz normalen, für die Menschheitsgeschichte eigentlich kontinuierlich existenten Kausalitäten sind weg. Sodass es mir auch nicht mehr bewusst ist. Die Pflege durch die Pflegeversicherung ist die Pflege entkoppelt worden. Vorher waren 6% in Institutionen, jetzt sind es 30. Das heißt, wir haben in vielfältiger Weise eine Entkopplung zwischen den eigenen Kindern jetzt auch als eigenen Zukunftsnutzen und der eigenen Lebensgestaltung vorgenommen. In der Bosch-Stiftungsuntersuchung Familie und Demografie ist eine vom IFO-Institut ausgearbeitete Rechnung, Generationenrechnung. Was kosten die Kinder, was bringen die Kinder? Sie bringen sehr viel mehr, als sie kosten, aber nicht den Eltern, sondern der Gesamtheit. Und diese Entkopplung von, ich sage es jetzt bewusst so, individuellen Nutzen und kollektiven Nutzen führt dazu, dass das Individuum nicht mehr das Gefühl hat, es nützt sich. Und wenn Sie mal darauf achten, auch hier, was wird den Eltern nahegelegt? Das Kind bringt Glück, das Kind bringt Erfüllung. Das sind alles immaterielle Dinge. Und da kann man leichter sagen als sonst, was anders bringt mir auch Glück oder was anders bringt mir auch Erfüllung, weil ein ganz elementarer Grund für die Kontinuität in der eigenen Familie
sehr stark relativiert worden ist. Also das, und das, ich glaube, in Indien ist das eben nicht der Fall. Ja. Also bei uns sind die Kinder privatisiert hinsichtlich der Kosten und vergesellschaftet hinsichtlich des Nutzen. Die Familie wird, die Kosten der Familie, die Kinder werden privatisiert und der Nutzen wird sozialisiert. Ja. So war diese schöne, wenn auch etwas grobe Form. Die Dame hinter Herrn Kinkel und danach Herr Kinkel. Aktion Gemeinsinn. Das ist die älteste deutsche unabhängige Bürgerbewegung, die nächstes Jahr 50 Jahre besteht. Den Namen darf man wörtlich nehmen. Und dazu möchte ich auch etwas sagen, wenn es um dieses Thema geht, Familien stärken. Alles, was hier gesagt wurde, kann man unterstützen, ist doch richtig. Aber das, was zu kurz gekommen ist, man muss Familien, die jungen Leute, befähigen, Kinder zu wollen, selbst die Verantwortung zu tragen, selbst finanzieren, und vom Staat nur erwarten, dass er die Koordinaten setzt. Nicht mehr und nicht weniger. Das Einfordern, Familien stärken, geht immer etwas in das Monetäre. Und das ist wohl auch das Verständnis, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Und das dem entgegenzuwirken, das sollte unsere aller Aufgaben sein. Und wenn ich dazu die Fußnote bringen kann, und das ankommt, dann ist das sicher etwas Wichtiges. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kögler. Herr Dr. Kinkel. Ich bin hier für die Deutsche Telekom Stiftung, nicht in Bezug auf meine früheren Funktionen. Ich möchte gerne auf einen Gesichtspunkt hinweisen, der meines Erachtens bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden ist, der mir aber sehr wichtig erscheint. Wenn wir über das Thema reden, Familien stärken, Zukunft gewinnen, dann ist das, was uns bewegt, ja sozusagen die Kindausrichtung im Endeffekt. Wenn wir über Familie reden, was verstehen wir unter Familie? Familie, die klassische Familie, auch legalisiert, die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, die Kinder hat, pflegt, annimmt. Verstehen wir darunter auch alleinerziehende Mütter? Ist das eine Familie? Für meine Begriffe ja, eine Familie. Eine Frau oder ein Mann, die ein Kind erziehen. Das heißt also, wenn wir uns auf Kindausrichtung konzentrieren, müssen wir etwas sehen, was für mich gerade in den letzten Jahren so ungeheuer deutlich geworden ist, wenn ich zurückdenke an meine Zeit im Justizministerium, wo ich von 1982 bis 1992 als Staatssekretär und Justizminister Verantwortung getragen habe. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke und zurückblicke und mir angucke, wie sich die Zahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften vermehrt hat in Relation zum Rückgang der Ehen. Auch die Zahl von alleinerziehenden Müttern, wie sich das verändert hat, dann möchte ich das mal so beschreiben. Wir haben uns damals, und ich als Minister, auch sehr genau überlegt, ja Herrgott, was machen wir eigentlich da in einer veränderten Gesellschaft? Müssen wir jetzt da neue gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um das, was in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften da auf die Gesellschaft zukommt. Gesetzgebung ist meist nacheilend, ganz selten nur sozusagen voraushandelnd. Und wir waren damals noch der Meinung, da sind wir aber ein bisschen zurückhaltend. Wir wissen nicht, das war nicht bloß meine Meinung als Justizminister, sondern das war die Meinung damals in der Regierung, jetzt wollen wir uns alles doch noch mal ein bisschen überlegen, ob die gesellschaftspolitische Entwicklung tatsächlich in so eine Richtung geht, dass es notwendig wird, deutlich und klar zu sehen und zu sagen, da geht doch eine Tendenz eindeutig weg von der Ehe hin zu nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Warum sage ich das? Weil wenn wir von der Kindausrichtung ausgehen, muss der Ansatz etwas früher kommen, als er bisher für meine Begriffe diskutiert wurde, und zwar im Hinblick auf die immer stärker werdende Tendenz, keine Bindungen mehr eingehen zu wollen. In den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, ich bin jetzt nicht in der Materie so drin, dass ich da mit Zahlen und Fakten und Daten so genau mitreden kann, aber wenn ich das richtig sehe, ist die Kinderzahl in den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, nehmt alles nur in allem, relativ geringer als in legalisierten Ehen.
Das führt sehr oft dazu, auch wenn ich das richtig sehe, ich weiß nicht, ich bin da kein Fachmann, dass eher geheiratet wird dann, wenn in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften Kinder unterwegs sind oder kommen oder da sind. Dann wird eher legalisiert. Die tendenzielle Zunahme eines nicht mehr Bindungen eingehen Wollens ist etwas, was gesellschaftspolitisch früher ansetzt und früher gesehen werden muss. Es hat etwas ein bisschen damit zu tun, dass vieles flachwurzliger, beliebiger geworden ist und man, wieso diese Ehe eingehen, was soll das eigentlich, nicht? Dann kommt die Ausrichtung im Grundgesetz, Artikel 6 und so weiter und so fort. Aber diese Tendenz muss meines Erachtens stärker gesehen werden. Und man muss sich fragen, kann man und muss man nicht früher ansetzen? Nicht unsere Familienpolitik konzentriert sich immer auf die bestehende Familie. Also da ist eine Frau und ein Mann und die haben ein Kind und die leben entweder ehelich zusammen oder sie leben nicht ehelich zusammen oder heute gibt es ja dann also schon ganz andere Kombinationen, dass in anderen Bereichen Kinder angenommen werden, gesellschaftspolitisch diskutiert wird, darf eine solche nicht eheliche Lebensgemeinschaft überhaupt Kinder annehmen, darf die Kinder aufnehmen, darf sie die pflegen, darf sie dafür Verantwortung tragen. Wir müssen früher ansetzen und uns ein bisschen überlegen, wie kommen wir weg von dieser verdammten Tendenz, ich sage verdammten Tendenz, Angst zu haben vor Bindungen. Das heißt, Familienpolitik, Familien stärken, Zukunft gewinnen, muss früher ansetzen, auch an diesem Ansatz. Ich habe kein Mittel dafür, ich wollte es nur mal sagen. Vielen Dank. Herr Professor Kaufmann. Ja, ich möchte darauf gerne reagieren und auch die Bemerkungen von Frau Süssmuth mit aufnehmen. Man muss mal ganz deutlich sehen, Sie sagten, Geburtenrückgang gibt es weltweit. Das ist ganz sicher richtig. Wobei die Demografen ja nun einen sozusagen ersten demografischen Transition unterscheiden, die also letztlich mit der Durchsetzung der Industrialisierung, grob gesagt, jedenfalls in Europa stattgefunden hat, jetzt der zweiten, die letztlich durch die Verbreitung künstlicher Empfängnisverhütung und ich sage viel lieber sozusagen die Entkopplung von Fortpflanzung und Sexualität, die vorausgesetzte Folgenlosigkeit der sexuellen Betätigung, das ist das kulturell neue Phänomen, was wir in den letzten 30 Jahren bekommen haben. Und Deutschland ist Vorreiter. Wir haben schon um 1950 mit die niedrigste Fertilität in Europa gehabt und haben nun also schon praktisch 50 Jahre hinken wir, wenn man das so sagen darf, hinter den übrigen Staaten her. Und Osteuropa, Südeuropa kommt jetzt her und ich meine, die Chinesen sind auch bald so weit, dass sie das Problem bekommen. Also das ist alles richtig. Das heißt aber auch nur, wir stehen eigentlich in der Verantwortung, ein neues generatives Muster, was modernitätskompatibel ist, zu entwickeln. Bei uns ist diese Herausforderung sozusagen am dringendsten, weil bei uns der Prozess schon so lange dauert. Die anderen werden die gleichen Probleme, zum Teil noch gravierendere Probleme, wie wir bekommen. Aber wir müssen uns darüber klar sein. Und deshalb stimme ich völlig mit Herrn Biedenkopf überein. Es ist ein kulturelles Problem, es ist ein Mentalitätsproblem. Wenn nicht in unseren Köpfen sich was ändert, dann können wir noch so viel Geld ausgeben. Da passiert nicht viel. Und es ist ein praktisches Problem. Ich sage noch einmal, die meisten Jugendlichen haben nie ein Baby in der Hand gehabt, geschweige denn eines gewickelt. Also ich meine, dass diese Dinge, diese elementaren Erfahrungen der Körperlichkeit sehr wichtig sind, wenn wir über diese Dinge hier sprechen. Nun zu Herrn Kinkel. Deutschland hat ein spezifisches Problem. Deutschland hat nämlich die Ehe furchtbar hochgehängt. Das hängt natürlich damit der Artikel 6 zusammen, des Grundgesetzes. In Schweden haben wir heute, überhaupt in Skandinavien haben wir also hohe Fertilitätsraten. In Schweden werden über 50% aller Kinder nicht ehelich geboren. In Schweden hat die Ehe kaum mehr materielle Wirkungen. Sie ist sehr häufig eher etwas, was sich bereits Paare in einem fortgeschrittenen Alter leisten, zusammen mit ihren Kindern, um sich sozusagen jetzt die lebenslange Treue zu versprechen, nachdem sie es lang genug gemerkt haben. Eigentlich ganz christlicher Gedanke, wenn man so will.
Und von da, in Deutschland sind deshalb die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften so kinderarm. Da sind sie nicht in ganz Europa. Und das hängt mit dieser Ideologisierung, möchte ich mal sagen, die ja auch Frau Süssmuth indirekt angesprochen hat, zwischen CDU und SPD. Wie lange hat man sich da über das Leitbild der Familie gestritten? Das ist eigentlich erst bei den letzten beiden Familienministerinnen ist dieses Problem überwunden worden. Und damit, Frau Süssmuth, ist das, was wir seit 40 Jahren diskutiert haben, endlich salonfähig geworden. Und darin sehe ich nun trotz allem einen gewissen Fortschritt. Frau Professor Spitz, bitte. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen, gleichwohl Ökonomen natürlich die Letzten sind, die eigentlich Bindungsforschung betreiben. Aber Ökonomen beschäftigen sich auch mit dem Konzept der Lebenszufriedenheit. Und was man aus Studien finden kann, ist, dass insbesondere Menschen, die mit ihrem oder vor der Heirat sind Menschen, die später heiraten, mit ihrem Leben zufriedener. Und das Gleiche gilt für Menschen, die Kinder kriegen. Es entscheiden sich eher Menschen für Kinder, die auch vor ihrer Kinderphase eine höhere Lebenszufriedenheit haben als die Vergleichsgruppe. Was lernen wir daraus? Es geht meines Erachtens weniger um eine gesetzliche Bindung in der einen oder anderen Richtung, sondern um das, was auch Frau Süssmuth noch mal klar gesagt hat, um das Vertrauen in die Zukunft, was natürlich auf dem Konzept der Lebenszufriedenheit beruht. Wenn ich mit meinem Leben zufrieden bin, bin ich bereit, Bindungen einzugehen, sei es in einer Partnerschaft, sei es mit einem Kind. Ich habe auch keine Lösung, aber ich denke, wir müssen stärker daran arbeiten, wie wir der Generation 90 eine Lebenszufriedenheit geben können, damit sie sich für diese Bindungen auch entscheidet und wir genau dieses Problem dann darüber mit lösen können. Vielleicht darf ich auch noch ergänzen, dass in unseren Werkstattgesprächen zur Vorbereitung auf die Jahreskonferenz zum Beispiel auch die Frage eine Rolle gespielt hat und wir haben sie so beantwortet, muss man nicht auch bei der Partnersuche helfen, nicht indem man die Leute an der Hand nimmt und sozusagen auf den Jahrmarkt zieht, um sich da nach hübschen jungen Männern oder Frauen umzusehen, aber indem man ihnen beibringt, dass der richtige Partner sozusagen nicht kommt, nachdem man 30 andere ausprobiert hat, dass der richtige Partner auch jemand ist, mit dem man mal Konflikte haben muss, dass, oder hat, haben muss vielleicht nicht, aber hat, dass der richtige Partner auch zulernt in einer Partnerschaft, dass also ein Teil des Problems von Bindungsschwäche auch darin besteht, dass idealistische Anforderungen an das Profil des Wunschpartners sozusagen grassieren und dass da ein gewisses Realitätssinn fehlt. Auch da sozusagen kann Familienförderung vielleicht ansetzen. Vielen Dank. Jetzt aber weiter sozusagen mit Ihren Wortmeldungen. Ich kann nur näherungsweise, ja bitte, und dann sind aber Sie dran. Ja. Okay. Schönen guten Tag, mein Name ist Ekin Degers, ich bin Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und ich habe irgendwie als Familienpolitikerin das Bedürfnis, hier irgendwas Positives im Raum zu sagen, weil es mir sonst sehr, sehr so ins Pessimistische abgleitet, als ob wir die letzten Jahre einen riesen Stillstand gehabt hätten und nichts getan hätten. Ganz im Gegenteil, wir haben ja mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz zum ersten Mal Qualität im Gesetzbuch festgeschrieben. Wir haben mit dem Elterngeld, man kann in Instrumenten darüber debattieren, ich bin Oppositionspolitikerin und habe das auch oft getan, aber man muss ja trotzdem sagen, wir haben damit eine gesellschaftliche Anerkennung für die Erwerbstätigkeitssituation von Vater und Mutter und wir machen mit so einem Elterngeld oder Ansatz ja nicht nur Frauenpolitik, sondern auch Männerpolitik zur ökonomischen Absicherung der ersten Lebensphase. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele weitergehende Debatten, sei es Allianz für Familie, Bündnis für Familie, das in Deutschland sehr viel in Bewegung setzt. Und ich finde, das darf man nicht alles so hinten runterfallen lassen, als ob das alles in den letzten Jahren nicht geschehen wäre, sondern ganz im Gegensatz. Ich finde, das Land findet sich in einer Bewegungsstruktur. Es ist auch an vielen Orten wirklich Tatkraft zu beobachten und das sollte man auch ein Stück weit anerkennen. Jetzt habe ich aber als jüngere Abgeordnete, die ich bin, an Sie, Herr Biedenkopf, eine Frage, als erfahrenen Politiker sozusagen. Ich bin jetzt seit längerem in der Familienpolitik tätig und frage mich immer wieder bei jeder Debatte von Neuem, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir haben Erkenntnisgewinne.
Wir haben wirklich genug Erkenntnisgewinne, wie Frau Süßmuth das gesagt hat. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen, dass Infrastruktur wichtig ist. Wir müssen, dass wir diese Bund-Länder-Kommunen-Geflecht aufbrechen müssen, dass wir es gemeinsam in die Hand nehmen müssen, dass der Bund mit in die Finanzleistungen muss. Also wir wissen eigentlich alle Lösungen. Wir tun es aber nicht. Warum nicht? Warum sind die familienpolitischen Debatten die emotionalsten, die heftigsten, die strittigsten Debatten? Warum sind das immer die Debatten, die im Bundesratssitzung ganz am Schluss am kurz vor Weihnachten dann noch die familienpolitischen Maßnahmen einkassiert werden? Warum hemmen wir uns und legen uns immer die stärksten Steine, indem wir sagen, Familie ist was Privatisiertes, dafür geben wir zwar ein bisschen Geld aus, aber Leute, nur nicht zu viel, wir müssen das schon wieder überprüfen und effektivieren und Ähnliches. Warum können wir nicht sagen, wir geben Geld aus, das ist gut und wichtig und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir auch weiterhin Geld ausgeben können, nämlich nach Lebenslagen, im Sinne der Kinder. Warum legen wir Politiker uns in diesen familienpolitischen Debatten immer die stärksten Steine in den Weg? Ich verstehe das nicht, aber vielleicht sagt Ihre Erfahrung mir ja dann eine Antwort. Eigentlich müsste das Frau Süßmuth beantworten. Denn ich habe einige parlamentarische Erfahrungen, aber die habe ich nicht als Familienpolitiker erworben. Aber ich glaube, es ist eine Sache möchte ich sagen, weil Sie gesagt haben, eine jüngere Abgeordnete. Reformfragen sind Machtfragen. Wenn Sie Prioritäten ändern wollen, müssen Sie Macht haben oder Sie müssen Mächtige überwinden. Und die schwierigsten Reformen sind dort, wo das institutionelle Gehäuse der Gesellschaft am meisten verkrustet ist. Und das ist dort, wo am meisten Geld verteilt wird. Weil durch das Geldverteilen ja nicht nur Erwartungen, sondern auch Macht entsteht. Wenn 80% der Menschen in ihren elementaren Bedürfnissen als Leistungsempfänger auftreten, dann entstehen Machtverhältnisse. Und diejenigen, die diese Macht haben, es ist ihnen möglicherweise gar nicht bewusst, sondern sie meinen, sie handeln altruistisch, bis jemand kommt, der das ändern will. Dann merken Sie, es ist eben nicht nur Altruismus im Spiel. Sie müssen ungehorsam sein, die Jungen. Sie müssen das hinbringen, dass sie im Wahlkreis dafür belohnt werden, dass sie diesen Machtkampf aufnehmen. Und sie müssen die Sache beim Namen nennen. Sie müssen sagen, dass es hier um Verteilungsmacht geht. Es ist für einen Politiker außerordentlich attraktiv, Menschen materielle Leistungen versprechen zu können. Und wir haben in den letzten 30 Jahren eine Entwicklung, wo das Versprechen materieller Leistung ein ganz entscheidendes Kriterium für Wahlkampf ist, bis heute. Ich meine, Sie brauchen nur den letzten Parteitag meiner Partei anzugucken. Es geht immer noch um diesen Gesichtspunkt. Und solange das so ist, sind die Reformfragen in diesem Bereich Machtfragen. Und wenn die Jüngeren, das ist auch eine Unsicherheit, gebe ich gerne zu. Aber wenn die Jüngeren den Mut haben, sich zusammenzutun, ich habe neulich mit einer Gruppe jüngerer Abgeordneter geredet, die haben mir genau dasselbe erzählt. Die haben gesagt, wir werden runtergebürstet und so weiter. Gehen Sie doch das erste Mal hin und sagen, ich stimme mit und ich begründe das öffentlich, weil ihr nicht bereit seid, diese Machtfragen zu diskutieren. Und ich gehe in meinen Wahlkreis und sag den Leuten, die mich gewählt haben, ich habe das nicht gemacht aus parteipolitischen Gründen, sondern ich habe es gemacht, weil ich das, was da beschlossen wird, nicht für enkeltauglich halte. Das heißt, nicht nachhaltig verwirklichbar. Und deshalb mache ich das für euch und vor allen Dingen eben für die Jüngeren. Sie werden sehen, das wird sich sehr schnell rumsprechen, denn die Leute warten darauf. Sie warten darauf, dass Menschen kommen und sagen, ich habe eine Vision. Die Vision von Ihnen, ich habe eine Vision von der Familie in der Zukunft. Bei mir gehören die Ledigen, wenn sie mal 60 sind, die kommen wieder. Die teuerste Methode, eine Gesellschaft zu organisieren, ist 50% Singlehaushalte zu haben. Und die Älteren werden entdecken, dass es da riesige Rationalisierungsreserven gibt, wenn man neue Formen der Familie entwickelt, wo eben nicht nur die engste Familie ist, sondern etwas drumherum. Das Drei-Generationen-Haus ist ja schon so ein Ansatz. In der alten Familie war die unverheiratete Tante ein ganz wichtiges Mitglied der Familie.
heute haben wir zwei, mindestens genauso viel unverheiratete Onkel wie unverheiratete Tanten. Die werden irgendwann mal auf die Idee kommen, dass es schrecklicher ist, einsam zu sein, als sich mit anderen zusammenzutun. Und diese Entdeckung, die muss befördert werden. Und junge Leute wie Sie müssen sagen, da wollen wir hin. Und wer sich dem in den Weg stellt, der verbaut uns die Zukunft. Und wenn Sie das mit 15 oder 20 mal ganz demonstrativ machen, gehe ich jede Wette ein, dass die Partei, der Sie angehören, oder die Fraktion, der Sie angehören, nicht den Mut hat, Sie deshalb in irgendeiner Weise mit Sanktionen zu belegen, weil es viel zu populär ist. Vielen Dank. Frau Passer, wollen Sie direkt noch dazu? Also ich möchte nur hinzufügen, einerseits wünsche ich mir unter uns Abgeordneten manchmal mehr Mut zum Widerspruch. Aber es ist, da möchte ich widersprechen, es ist mit Sanktionen verbunden. Und das muss man wissen. Es hat auch keinen Zweck, die zu negieren. Also, wenn wir das Wort Laufbahn in den Mund nehmen, hat das Laufbahnkonsequenzen, hat auch Abstimmungskonsequenzen bei Wahlen. Aber trotzdem kommt eine Gesellschaft nur weiter, wenn sie sich diesen Widerspruch leistet, nicht nur leistet, er ist notwendig. Zum anderen möchte ich Ihnen sagen, an diesem Bereich Familie, da scheiden sich die Geister, weil die einen alles erhalten wollen, wie es in der Vergangenheit war, und erklären, nur so wird die Gesellschaft Zukunft haben, und die anderen sehen den Wandel. Also wir tun uns auch schwer in der Politik, Realitäten anzuerkennen und sie dann zu gestalten. Stattdessen verleugnen wir sie lange, bis hin zu der Frage, was machen wir denn mit den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften? Wir sagen, das lösen wir rechtlich. Rechtlich lösen wir es nicht, sondern wir lösen es nur, wenn wir helfen, Bindungen zu leben und auch mit Konflikten anders umzugehen. Und deswegen, also da ist noch genügend Potenzial in der jungen Generation, auch im Parlament. Sie würden immens an Ansehen gewinnen, wenn sie nicht jeweils der Gehorsamsformel folgten. Es ist oft notwendig, aber viel seltener notwendig, als ständig behauptet wird. Und alle miteinander kämen ein Stück weiter. Und das Vertrauen in die Parlamentarier würde wieder immens wachsen, denn die haben ja eigene Köpfe. Vielen Dank. Die Dame hier links, bitte. Ja. Tusnelda Tivik, Universität Rostock und Rostocker Zentrum zur Erforschung des demografischen Wandels. Ich möchte etwas zum Faktor Zeit sagen. Familie braucht Zeit. Nun, im demografischen Wandel gewinnen wir sehr viel Lebenszeit hinzu, aber die gesellschaftlich begehrte Zeit scheint zu schrumpfen. Und das führt dann in Bezug auf Kinderkriegen zu einer Aussage, wir haben 3 bis 5 Jahre als Fenster für die Realisierung dieses Wunsches, und in der Folge entscheiden sich viele für Kinder oder Karriere. Mein Vorschlag ist, folgende 2 Optionen alternativ mitzudenken, nämlich Kinder nach Karriere und Kinder vor Karriere. Kinder nach Karriere wäre eine gesellschaftliche Revolution. Sie würde bedeuten, dass wir die Eltern- und Großelternfunktion zusammenschmelzen. Es gibt Avantgardisten in unserer Gesellschaft, die das schon praktizieren, sie sind aber noch kein Studienobjekt. Kinder vor Karriere ist keine Revolution. Im Gegenteil, wir haben da sehr gute Erfahrungen und viele Erfahrungen, vor allem auch im Osten Deutschlands. Und ich würde vor allem den jungen Leuten empfehlen, diese Option für sich selbst verstärkt zu bedenken, vor allem wenn sie sich, wie ich mit einiger Verblüffung aus dem Film entnehmen konnte, für die Bildungsphase die Zeit bis Anfang, Mitte 30 lassen. Das ist eine verdammt lange Zeit, und in dieser Zeit können sie einen ganzen Kinderladen selbst bestücken. Das war es. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Flath, und dann die Dame in der letzten Reihe. Und dann muss ich leider die Rednerliste schließen, denn die Zeit ist um. Bitte. Steffen Flath, Kultusminister aus Sachsen. Aber als solcher habe ich mich nicht gemeldet. Klar haben die Kultusminister allerhand zu tun, können auch vieles besser machen. Jeden Tag kommt einer vorbei und gibt ein Paket an der Schule ab, was wir jetzt noch neu wieder hinzunehmen müssen. Aber ich will was zu den 49-Jährigen erstmal sagen. Ich bin nämlich einer. Ich glaube, wir haben alle noch nicht richtig bekannt, dass es unser Problem ist. Nicht etwa das Problem der jungen Leute. Die jungen Leute haben kein Problem. Sie haben, indem sie weniger sind,
durchaus beträchtliche Chancen. Sie glauben es noch nicht. Wie Sie sich geäußert haben, also ich glaube, ich hätte mich in dem Alter oder habe mich damals auch so geäußert, doch grundvernünftig, positiv eingestellt, Familie, ich habe auch nicht rausgehört, dass Familie oder Karriere, eigentlich wollten Sie sich im Großen und Ganzen nicht entscheiden, eigentlich beides irgendwie hinbekommen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, im Leben der jungen Leute zu denken, wenn wir was verbessern wollen. Welche Signale kommen bei den Jugendlichen jetzt an? Ganz fatal finde ich PISA, wie wir mit PISA umgehen, das grauten Hund in Deutschland. Überschriften, die Jungen werden immer dümmer. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Stimmt auch nicht. Solltet ihr auch nie glauben. Es haben sich immer Ältere eingebildet, dass die Nachkommen dümmer seien. War schon immer so in der Geschichte. Das nächste, Lehrstellen. Das war ja schon deutlich rauszuhören. Was für fatale Signale. Und jetzt muss ich die Wirtschaft, ich habe auch immer genug Kritik von der Wirtschaft zu hören. Was die Wirtschaft für Signale an junge Leute gibt, ist immer noch, die Hälfte von euch braucht man nicht. Weil es gibt nur für die Hälfte richtige Lehrstellen. Die vollzeitschulische Ausbildung, klar. Aber die ist nicht von der Wirtschaft organisiert, sondern vom Staat bezahlt und ist nicht das Signal, dass die Wirtschaft sie wirklich braucht. Deshalb, in den nächsten Jahren müssen wir das besser hinbekommen. Und dann richtig, Kindergarten, Kinderkrippe haben alles in der DDR zu 100% gemacht. Das alleine war nicht davor, bringt es auch nicht. Das gehört dazu zum Leben. Das muss als Angebot da sein. Aber dann müssen wir uns an der eigenen Nase fassen. Wenn jetzt so ein Mädel nur schwanger wird, gibt es da noch die Verwandtschaft, die sagt, mach doch jetzt keinen Kopf, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber wir werden dir helfen. Wird noch so eingewirkt? Oder wirken nicht Verwandte ein, oh Gott, was hast du denn da jetzt einfallen lassen? Schwanger werden. Ja, das müssen wir abtreiben. Oder wenn eine Frau zum Frauenarzt kommt, wie oft hört sie dort, sie wollen doch nicht etwa das Kind austragen. Vor allem, wenn es das dritte oder das vierte Kind ist. Ich weiß deshalb so genau, weil meine Frau seit 27 Jahren Hebamme ist. Und die spricht mit den Frauen täglich. Das sind alles Signale, die im Grunde, nachdem sie als Jugendliche ganz positiv gestartet sind, immer zu negativ in die Richtung wirken. Und da müssen wir was ändern. Und da, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, dass wir ein besseres Vorbild sein wollen. Wir 49-Jährigen, wenn wir wollen, dass unser Problem nicht noch größer wird, indem sie keine Kinder zur Welt kriegen. Dankeschön. Barbara Stolterfoth, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und derzeit Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Das heißt, der Teile der Zivilgesellschaft, die das meiste für Familien praktisch tun. Als ich heute Nacht die Stiefel meiner Kinder und Enkel gefüllt habe, habe ich gedacht, eigentlich darf man sich ja was wünschen zu Nikolaus. Und ich wünsche mir was. Ich wünsche mir, dass einer von den wichtigen, bedeutenden Männern hier aufsteht und sagt, in meiner Behörde, in meinem Betrieb werden Familien gefördert, sind Kinder willkommen. Das wäre doch ein tolles Signal zum Nikolaustag. Im Übrigen möchte ich Frau Süssmuth nachdrücklich unterstützen. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung und wir haben alles untersucht, wir haben alles gefordert, wir haben auch viel erreicht, Frau Süssmuth. Aber wir haben einen enormen Handlungsbedarf und manchmal habe ich das Gefühl, dass für die Visionen die gegenwärtigen Aufgaben vernachlässigt werden. Wir wissen, dass wir Teile einer ganzen Generation verlieren für die Zukunft. Herr Kaufmann hat darauf hingewiesen, nämlich die armen Kinder, die in der Schule auch vernachlässigt sind, und die Migrantenkinder. Wir wissen, dass wir die fördern müssen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen. Und wir wissen auch, dass wir sie nur fördern können, gemeinsam mit ihren Familien, nicht gegen ihre Familien. Ich beziehe mich auf Frau Spies, die von familienintegrierender Infrastruktur gesprochen hat. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist das, was wir am dringendsten brauchen in der Kommunalpolitik. Wenn man sich aber die Kommunalpolitik anguckt, was passiert?
gerade diese Strukturen sind freiwillige Strukturen. Freiwillige, in Anführungsstrichen, Angebote, keine Pflichtleistungen der Kommunen. Und wenn die Kommune, wenn das Land in Not gerät, werden die als erstes gestrichen. Das halte ich für eine Gefahr, die enorm unterschätzt wird. Und da müssen wir ganz dringend umsteuern, auch finanziell. Finanziell gesunde Gemeinden tun gemeinsam mit der Zivilgesellschaft viel und alles für Familien. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich doch noch eine Wortmeldung, die ich gerne zulassen möchte, nämlich von unserem Freund dort. Kerem Kieser von der Gabriele von Bülow Oberschule. Mhm. Um dem noch einen Abschluss zu geben, ich wollte eine Sache erwähnen. Ich bin noch nicht in der Lage, eine Familie zu gründen. Ich bin auch noch kein Politiker, aber was in unserer Gesellschaft scheinbar vergessen wird, ist doch auch, wie es das afrikanische Sprichwort vorhin so schön verdeutlicht hat, der Sinn des Lebens ist es doch, Kinder zu zeugen. Und ich finde, dass dieses afrikanische Sprichwort bei uns im deutschen Sprachgebrauch angekommen ist. Ist wunderschön. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft bei uns reift und dass sich jeder darüber auch seine Gedanken macht, dass es doch das Wichtigste ist, auch Kinder zu zeugen. Vielen Dank. Das war eigentlich schon das Schlusswort, aber ich möchte doch noch eins dranhängen. Vielen Dank. Ich will zum ersten pro domo sagen, dass das Bundespräsidialamt gerade gestern für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden ist. Darauf sind wir. Und ich habe mir hier notiert, ich will einfach nochmal sozusagen so einen blitzartigen Vorbeiflug dessen, was das Plenum erbracht hat, Ihnen mit in die Pause geben. Achtet auf die jungen Männer und macht ihnen Kinder verführerischer. Wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Die Kosten von Kindern sind privatisiert, der Nutzen von Kindern ist vergesellschaftet. Der Staat muss die Koordinaten setzen, den Rest muss er die Familien tun lassen. Wir müssen viel früher ansetzen und die Vertrauensfähigkeit und die Zuversicht, dass die Zukunft schon irgendwie in den Griff zu kriegen sein wird, stärken. Vielleicht haben wir die Ehe zu Tode geschützt in unserer Rechtsordnung. Wir haben schon viel Gutes getan, dass nicht sozusagen hier in Vergessenheit geraten soll. Bündnis für Familie, Allianzen für Familien. Die Revolution seid ihr. Das kam von Herrn Professor Biedenkopf. Das heißt, geht ruhig einmal auf die Barrikaden. Von Professor Biedenkopf kam auch das schöne Wort, ist diese Politik enkeltauglich? Fragezeichen. Also ein schöner Gradmesser. Dann, wir lösen unsere Aufgaben nicht rechtlich, sondern indem wir die Lösungen leben. Es ist manchmal schwer, aber es lohnt sich, Widerstände zu überwinden. Dann der Zuruf an die jüngeren Leute, ihr habt Zeit. Nehmt euch die Zeit und denkt nicht nur daran, dass ihr in Beruf und Studium und Karriere schnell vorankommt. Dafür hat man später vielleicht auch noch Zeit. Jugend kriegt die falschen Signale aus der Wirtschaft von vielen, die Menschen beraten, die auf dem Weg zu Kindern sind. Und schließlich fördert die freiwillige zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit Arbeit. Und das Letzte war eben, von Afrika lernen heißt manchmal auch siegen lernen. Vielen Dank. Dankeschön.